Ertrag und Aufwand. Ertrag ist eine Erhöhung des Gesamtvermögens. Und Aufwand ist eine Reduzierung des Gesamtvermögens. Und jetzt kommt es, denn wenn jetzt diese Begriffe irgendwie zusammenfließen, dann entsteht die Verwirrung. Es gibt nämlich Aufwand, der kann gleichzeitig Auszahlung sein. Es gibt Aufwand, der ist keine Auszahlung, und es gibt Auszahlungen, die sind kein Aufwand. Und das sollten wir jetzt mal in Ruhe verdauen. Es gibt also drei, wenn Sie notieren wollen, drei Begriffspaare. Wenn Sie schreiben Auszahlung gleich Aufwand, wenn Sie das mitschreiben wollen, Auszahlung gleich Aufwand, Aufwand nicht Auszahlung und Auszahlung nicht Aufwand. Das sind die drei Kombinationen, die jetzt möglich sind. Auszahlung gleich Aufwand, dann gibt es Aufwand, der ist keine Auszahlung und Auszahlung, der ist kein Aufwand. Und da schauen wir uns jetzt mal jeweils ein Beispiel zu an. Auszahlung gleich Aufwand, das sind zum Beispiel die Gehaltszahlungen. Nun, Löhne und Gehälter. Auszahlung gleich Aufwand. Das ist eine Auszahlung. Mein Bankkonto reduziert sich. Ich zahle die Gehälter an meine Leute. Und es ist ein Aufwand, weil wir das in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwandsposten verbuchen. Auszahlung gleich Aufwand. Das ist ja zusammengefährt mit einer Definition von Geldvermögen. Weil die Liquidität gehört die dann nicht ins Geldvermögen mit rein? Nee, das hatten wir aber gerade bereits geklärt. Geldvermögen hat zu tun mit Forderung. Aber auf der nächsten Seite kriegen Sie nochmal eine Übersicht. So, Auszahlung gleich Aufwand, Gehaltszahlung. Aufwand, aber keine Auszahlung, Abschreibung. Abschreibung. Was ist eine Abschreibung? Eine Abschreibung ist die buchhalterische Erfassung des Zahns der Zeit, der an den Dingen nagt. Das nennt der Betriebswirt Abschreibung. Sie kaufen sich ein Auto. Und während das da in der Garage steht, wird es weniger wert. Aus zwei Gründen. Einmal, weil es rostet. Heute weniger dramatisch, als das früher noch so der Fall war. Aber während das Auto da steht, die Ingenieure der Firma, bei der sie das gekauft haben, schon am nächsten Modell arbeiten. Das heißt, Werteverzehr physikalischer Art und vor allem technischer Fortschritt sorgen dafür, dass das Auto in aller Regel, ja, für manche Oldie-Modelle mag es Ausnahmen geben hier, aber in aller Regel nicht mehr wert wird ökonomisch, sondern weniger wert wird. Und das nennt der Betriebswirt Abschreibung. Abschreibung ist das betriebswirtschaftliche Wort für den Zahn der Zeit, der an den Dingen nagt. Und das ist Aufwand. Fließt da Geld ab? In dem Moment, wo das Auto rostet, fließt da? Nein, es ist Aufwand, aber keine Auszahlung. Dritter Fall, Auszahlung, aber kein Aufwand. Das ist der Akt, wenn ich das Auto kaufe. Der Kauf des Autos ist eine Auszahlung, aber es ist verdammt nochmal kein Aufwand. Es ist buchhalterisch ein Aktivtausch. Wir haben liquide Mittel eingetauscht gegen festere Mittel. Wir haben 30.000 Euro hingelegt und haben jetzt ein Auto dafür. Das ist kein Aufwand, denn Aufwand ist Werteverzehr. Ja, Aufwand ist Werteverzehr. Das wäre der kürzere Begriff, den wir noch notieren können. Aufwand ist Werteverzehr und Ertrag ist Wertezuwachs. Ja, wenn wir sagen Erhöhung des Gesamtvermögens, können wir kürzer noch sagen Wertezuwachs. Und zwar jeder Wertezuwachs
auch der, der entsteht, wenn kein Geld zufließt. Und Aufwand ist jeder Werteverzehr, auch der, der entsteht, wenn kein Geld abfließt. Wir müssen jetzt dieses Denken, mit dem der normale Haushalt, ich sagte das vorhin, die Leute, die in einen Lehrgang kommen, die haben ja vorher schon ihr Leben auf der Reihe. Ich meine, sie säßen ja auch nicht hier, wenn sie nicht viele Dinge in ihrem Leben auf der Reihe hätten. Ja, da könnten sie ja die Gebühr zum Beispiel gar nicht aufbringen und die Zugangsvoraussetzungen, so säßen sie ja auch nicht hier. Das heißt, sie haben ja gezeigt, dass sie viele Dinge in ihrem Leben auf der Reihe haben. Das heißt, sie führen ja schon erfolgreich ein kleines Unternehmen, nämlich sich selber. Nur wir müssen ab jetzt und in Ihrem kleinen eigenen Unternehmen oder ich in meinem eigenen kleinen Unternehmen kommen mit Einzahlung und Auszahlung wunderbar klar. Ja, ich habe, sagen wir mal, mein Gehalt, so und so viel kommt rein und so viel geht raus. Miete, Essen, Urlaub, komme ich wunderbar parat. Mein ganzes Leben lang habe ich keine Probleme, wenn ich Einzahlung und Auszahlung auf die Reihe bringe. Da funktioniert das. Für einen normalen privaten Haushalt funktioniert das. Die betriebswirtschaftliche Sichtweise ist aber eine andere. Das ist keine Einzahlung- und Auszahlungsbetrachtung in erster Linie, sondern das ist eine separate Betrachtung, die wir Liquiditätsbetrachtung nennen, sondern die Betrachtung im Jahresüberschuss ist eine Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag. Und das muss man einfach gefressen haben. Wenn man das jetzt an dieser Stelle nicht frisst, hat man immer Probleme. Wir stellen ab jetzt gegenüber Aufwand und Ertrag, das heißt jeden Wertverzehr, egal ob Geld fließt, und jeden Wertezuwachs, egal ob Geld fließt. Und das muss man verstehen. Beziehungsweise akzeptieren. Sind Sie bereit, das zu akzeptieren? Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.